Die sind richtig gut drauf gewesen. Wenn ein bisschen die Kaderbreite bemängelt. Da hat er. Was bei Werder auffällt im Vergleich zur Vorsaison, ist, dass da nur sehr wenig Fluktuation ist. Von Latza. An zwei kam er vorbei, aber der dritte gewinnt dann den Ball. Irritiert Yoshida gegen Duksch und guter Ball für Kozuki. Der junge Japaner hat gesagt, als ich zum ersten Mal Maya Yoshida, eine Legende bei uns, getroffen habe, da wusste ich gar nicht, was ich sagen sollte. Da war ich total aufgeregt. Mittlerweile hat Maya eben diese Aufregung genommen, die Angst, den Respekt natürlich nicht. Italien gespielt. Dazu 61 Länderspiele für Finnland. Aber man weiß, dass man da gegen einen Mitbewerber aus dem eigenen Wettbewerb spielt. Kozuki hätte er vielleicht sogar noch gehen können. Freigespielt von Terodde. Der immer das Auge für die Nebenleute hat. Es sei denn, er steht 10, 11 Meter vor dem Tor. Dann nicht mehr. Dann sieht er nur noch das Tor, den Torwart. Bittencourt. Und Brunner jetzt schnell umschalten auf Kozuki. Der kreuzt erstmal vor Jung. Geschickt gemacht. Und dann stehen sie sich selbst im Weg beim Pass von Füllkrug. Der sollte Richtung Duksch gehen. Und Bittencourt hat ihn abgewehrt. Wieder für Terodde. Kein Abseits. Kozuki und Brunner. Kozuki versucht aus allen Lagen, auch mit links. Das ist ein Plus für Königsblau. Aber 0:1 der Halbzeitstand. Hinein in die zweite Halbzeit. Wir schauen mal, was sich da alles tut. Als ihm der Uron hinten auf das rechte Bein gefallen war. Kozuki bei einem Tempo doch 2 Meter gefehlt. Vor Terodde am Ball. Weiter geht's in Richtung Nordkurve. Mit Kozuki, der sich gegen Jung durchsetzt. Flanke dann zu weit. Immerhin kann Uron sie. Kozuki. Auf Terodde gut gespielt. Bülter ein bisschen zu weit nach außen. Jetzt muss er den erst wieder ranholen. Füllkrug verliert den Ball gegen Kaminski, der sich da hat weit rauslocken lassen, aber dann auch mit Erfolg. Kozuki bleibt zunächst hängen, nimmt jetzt Brunner mit. Nochmal Kozuki, nochmal Brunner. Und Amos Pieper tauscht mit Niklas Stark.